Hallo, ich bin Raik Mczynski und ich lade Sie heute in die herzhafte Gemüseküche zu aromatischen Kartoffelfrikadellen ein. Dafür habe ich mir schon mal Kartoffeln mit Schale gekocht. Ein kleiner Tipp von mir, wenn Sie die schon aromatisieren wollen beim Kochen, außer Salz, etwas Lorbeerpiment und ganzen Kümmel rein und die Kartoffeln schmecken von vornherein schon super. Die habe ich schon mal ein bisschen gepellt und zeige Ihnen nochmal, wie man das am schnellsten macht. Viele Leute tun sich dabei etwas schwer, dabei geht es ganz einfach, wenn Sie einfach mit der Klinge hier so die Schale abschaben. Wie Sie sehen, geht das auch ratzfatz. Das Ganze zusammen. Hinzu kommt etwas Knoblauch und Zwiebeln, die ich mir mit Butter angeschwitzt habe. So, einfach rein. Geröstete und gehackte Kürbiskerne. Gehackte Petersilie. Salz. Ruhig kräftig würzen. Pfeffer und natürlich Muskat darf bei keinem Kartoffelgericht fehlen. Ups, hoppala. Kartoffelstamper sollte jeder von Ihnen zu Hause haben. Nicht zu grob zerstampfen das Ganze. Und wenn alles nicht zu grob zerstampft ist, für 30 Minuten ruhen lassen. Für unsere Beilage, den Brunnenkresse-Salat, rühren wir noch eine kleine Vinaigrette zusammen. Dazu nehmen wir als erstes Weißweinessig und etwas Wasser. Es ist wichtig, dass wir so rum anfangen, nämlich die Gewürze, Salz und Pfeffer, darin aufzulösen. Andernfalls würde sich das Öl als ein Mantel darum bilden und die Gewürze hätten keine Chance, sich aufzulösen. Ist das der Fall, rühren wir langsam etwas Traubenkernöl ein. Das Ganze zu einer homogenen Masse aufschlagen und 2 Teelöffel Kürbiskernöl. Das reicht schon. Wunderbar. Für später zur Seite. Die Brunnenkresse selber hat ein leicht scharfes, frisches Aroma. Und für den Dip zu den Frikadellen nehmen wir uns einfach so die Hälfte von den verputzten Brunnenkresse. Die ist einfach gewaschen, so wie hier, und grob die Blätter abgezupft. Keine Hexerei. Gut, wie gesagt, die Hälfte in den Blitzhacker oder den Mixer, was Sie gerade zur Hand haben. 150 Gramm Creme Fraiche dazu. Etwas Salz. Und das Ganze kurz mixen. So, zwischenzeitlich nochmal mit etwas Zucker würzen und ein kleines Schüsschen Kürbiskernöl dazu. Das Ganze nochmal vermischen. Et voilà. Nach 30 Minuten, wenn die Masse gut geruht ist, nehmen wir einfach so einen Eisportionierer. Das macht uns die Sache wunderbar einfach. Wir haben immer die gleiche Größe. Keiner kommt zu kurz. Kurz abstechen. Nochmal etwas rollen und andrücken, um die Frikadellenform zu haben. Dann habe ich mir hier schon mal eine kleine Panierstation vorbereitet. Wälze das Ganze kurz in Mehl, in verquirlte Eier, dass sich ein schöner Mantel drum bildet. So, etwas abtropfen lassen und nochmal in Semmelbrösel. Wunderbar. Das habe ich hier schon ein paar Mal vorbereitet und gebe das Ganze nun in eine Pfanne mit heißem Öl und lasse unsere Kartoffelfrikadellen jetzt von beiden Seiten jeweils 2 bis 3 Minuten goldbraun braten. Die goldbraunen Frikadellen habe ich hier auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen. Gebe sie einfach auf so eine Platte von unserem Brunnenkresse-Salat darüber. Schön großzügig, ruhig. Ja, das gibt Frische. Die vorbereitete Vinaigrette direkt auf den Salat. Auch nicht zu sparsam. Und noch ein paar geröstete Kürbiskerne. Das sollte auch was für die Gemüsemuffel unter Ihnen sein. Das ist deftig, kräftig und für die Herren unter Ihnen. Da passt durchaus auch ein Bier dazu. Guten Appetit!